Das Leben von Susanne Ebner ist von der Vielfalt geprägt. Die 97-Jährige ist zweifache Mutter, langjährige Ehefrau, Architektin und Zivildiplom-Ingenieurin. In Kapfenberg hat sie an der Seite von Ferdinand Schuster Spuren hinterlassen. So habe ich von 45 bis 49 studiert. Und dann kam von einem Studienkollegen das Angebot, nach Kapfenberg zu kommen. Die Firma Gemisag, es ist also eine Siedlungsgenossenschaft, hat damals dringend Kräfte gesucht. Und wir haben dann zu zweit dort gearbeitet, der spätere Professor Schuster und ich. Neben ihrer Arbeit als Architektin hat sich Susanne Ebner auch als Künstlerin einen Namen gemacht. Im Alter von 50 Jahren begann sie ihre Laufbahn als Malerin und Grafikerin. Ihre Werke stellt sie jetzt in der Galerie RO34 in der Brucker-Rosecker-Straße aus. Verschiedene Kurse, Seminare belegt. Und das nach 10 Jahren habe ich mich dann reif gefühlt, ja, jetzt kann ich auch dann selbstständig arbeiten. Geprägt ist diese Ausstellung von menschlichen Akten und Landschaften, aber auch von der Persönlichkeit der Künstlerin. Es erwartet uns eine Künstlerin, die eigentlich schon vor 70 Jahren als junge Frau Architektur studiert hat und ein äußerst modernes Frauenleben gelebt hat. Die Ausstellung ist noch bis 6. April in der Galerie RO34 zu sehen.